Moin Moin aus Hannover. Seid gegrüßt. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einem neuen Video. Ja, Hannover, das Wetter in den letzten Tage ist natürlich eine Katastrophe. Dafür, dass wir Hochsommer haben, nur Regen und ähnliches. Deswegen keine Videos am Start. Aber heute gibt es Neues. Ja, in der Titelbeschreibung steht drin, der Spider Rider bekommt Zuwachs in der Garage. Und dieser Zuwachs wird heute gegen 13 Uhr von mir abgeholt aus Hannover. Seid mal gespannt, was es wird. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, was da so alles passiert. Ich bin jetzt noch gerade in meinem Büro, bin natürlich Spider gerendert. Ne? Ich bin ja Chef hier in meiner Firma, deswegen kann ich rumlaufen, wie ich will. Aber muss jetzt nach Hause mich umziehen, ein bisschen regendicht machen. Ich hoffe, ich kriege nicht ganz so einen nassen Hintern bei der Abholung des Gefährts. Und ich nehme euch nachher ein bisschen mit und zeige mal, was es geworden ist, womit der Kai demnächst zusätzlich rumfahren wird. Also, seid gespannt. Bis später. Bleibt dran. Hau rein. Servus. Zurück im Helm. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, ich sitze nicht auf meinem blauen Baby, sondern auf einer schwarzen Harley. Also, ich habe das gemacht. Ich bin ja im April, für die, die meine Videos gesehen haben, in Harley-Davidson Freewheeler-Probe gefahren. Bei W&Z Racing. Und vor ungefähr 3 Wochen war ich bei Harley-Davidson Hannover wirklich aus Zufall gewesen. Und da stand das Baby im Verkaufsraum. Man hat mir sofort eine Probefahrt angeboten. Ja, ich war geflasht. Also ich musste dieses Ding einfach kaufen. Es ist was ganz, ganz anderes als der geliebte Spider. Du hast halt wieder eine Schaltung. Es ist ein ganz, ganz anderes Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Aber es macht einen riesen Bock. Und ich, ja, Harley ist für mich immer so ein unerreichbares Ding gewesen. Und dass es jetzt die Möglichkeit gibt, sowas zu fahren mit Klasse 3, finde ich mega. Es ist natürlich wieder wirklich komplett eine Umstellung mit Kupplung und Gänge reinkloppen und alles. Aber ich bin mega begeistert, ich bin wirklich drauf gefreut. Und dass heute auch der Gegensprechen gescheitert. Der Abholtermin dann doch geklappt hat, weil es ja die ganze Woche wirklich ein richtiges Dreckswetter war. Hat mich natürlich mega gefreut. Tja, und jetzt fahre ich ein bisschen mit dem Harley-Davidson Freewheeler durch Hannover. Freue mich richtig, also mega, mega geil. Was ich noch nicht so richtig raus habe, ist dies mit dem Neutralgang zu treffen. Aber ich denke mal, das ist auch nur eine Gewohnheitssache. So, jetzt habe ich mal so die ersten 30 Kilometer, glaube ich, hinter mir. Das ist alles gar nicht so schlimm, wie ich dachte mit der Schalterei und mit den Abmaßen. Mach mal wieder zu hier. Und mit den Abmaßen ist halt, ja, ein Spider, der falsch rum ist. Ne? Jetzt habe ich hinten die breiten Räder und Radkästen. Aber ich glaube, wenn du in Mitte auf der Straße fährst, kommst du auch da überall durch. Es ist einfach, ja, eine Umgewöhnung. Das ist einfach alles. Macht auf jeden Fall Riesenspaß, mal nicht nur durchs Gewerbegebiet zu fahren oder mal kurz durch Hannover eine Probe zur Fahrt zu machen. Musst halt unheimlich viel schalten, obwohl obenrum brauchst du eigentlich gar nichts mehr schalten. Wenn du da im vierten, fünften Gang bist, dann kannst du überall rumzuppeln, auch mit 50 km/h. Die hat so viel Drehmoment, das ist ein richtiges Ochsenteil. Also schon brutal. Also anfahren, ja, es geht schon alles. Das muss man ein bisschen üben und dann ist gut. Ab und zu vergreift man sich nochmal im Gashebel, aber wie gesagt, nach 30, 40 Kilometern, ja mein Gott, dass man kein eingefuchster Harley-Fahrer. Ja, auf jeden Fall war das ein Riesenwunsch von mir, hat mich nicht mehr losgelassen seit April diesen Jahres. Ich habe immer gesagt, brauchst du nicht, willst du nicht, musst du nicht und das ist auch unwirtschaftlich und 2 Fahrzeuge ist total dumm. Ist auch dumm, aber trotzdem mache ich das so. Hat mich, wie gesagt, nicht mehr losgelassen. Als ich jetzt noch bei Harley-Davidson in Hannover das Ding gefahren bin, ja, habe ich nochmal 14 Tage hin und her überlegt und habe gesagt, ich mache das jetzt alles. Also, du weißt ja nicht, wie alt du wirst und irgendwann sagst du, mit 60 hole ich mir meine Harley.
Und dann kriegst du nicht mehr, schaffst du nicht mehr, Knochen wollen nicht mehr. Ich glaube, die Entscheidung war schon absolut richtig gewesen. Natürlich wird es auch hier Leute geben, sagen, boah, ist das ein hässliches Ding. Aber das haben wir beim Spider auch gehabt. Alles, was neu ist und was man nicht so oft sieht, das ist erstmal alles komplett hässlich. So ist mit dem Harley-Trike wahrscheinlich genauso. Interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht, was andere denken. Ist ja meins. Ja, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ich werde nachher mal die Scheibe runternehmen. Die kann man abnehmen, die ist so aufgesteckt. Um mal zu gucken, wie dann das Fahrverhalten ist. Weil so habe ich jetzt doch relativ viel Wind auf dem Helm drauf. Nicht auf einer der großen oder der hohen Sitzposition. Ja, mal sehen. Ich glaube, ohne Scheibe wirst du wahrscheinlich ja, volle Pulle auf der Brust haben. Aber ich dachte wirklich, hier lässt sich vorne schwerer um die Ecken schieben oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die gleitet wirklich akkurat rum. Also sehr, sehr geiles Fahrgefühl. Schon cool. Ja, Harley Davidson Hannover, kann ich nur sagen, Respekt. Das ist meine dritte Begegnung mit den Jungs gewesen und sehr, sehr geil behandelt worden. Klar, man kauft natürlich auch ein mega teures Fahrzeug hier. Aber sehr geil gemacht. Schon cool. Ob es jetzt was für zwei Personen ist, dauerhaft zu fahren, das weiß ich nicht. Leider sind einige Teile noch nicht da. Ich bekomme eine andere Sitzbank, die ein bisschen tiefer, ein bisschen länger ist, ein bisschen breiter ist, dass die Frau vernünftig sitzen kann. Und ja, meine Auspuffanlage ist noch nicht da. Ich habe die Serienauspuffanlage noch drin. Und die Sissy Bar für hinten, also die Rückenlehne, auch noch nicht. Der Harley hat ein paar Lieferprobleme. Aber ich habe die Karre jetzt erstmal so genommen, weil das Wetter soll ja nicht besser werden. Ich will zumindest so ein bisschen fahren. Ja, ne Harley, ich zeige euch da noch ein paar vernünftige Bilder dazu und dann könnt ihr euch mal einen richtigen Eindruck machen, was das für ein Gefährt ist. Bis dann. So, jetzt war ich kurz zu Hause, habe ein paar Sachen weggebracht. Habe ja von Harley Davidson einen riesen Rucksack mitbekommen mit allen möglichen Katalogen und was nicht immer, Merchandising-Krams. Da gibt es ja tausende von Artikeln. Ja, alles super schön angerichtet. Was wollte ich aus dem Kofferraum jetzt mal raus haben? Aber es ist ja Wahnsinn, was reinpasst. Ich habe eine große Tasche mit Klamotteneinkauf gehabt und zwei Rucksäcke. Passt alles akkurat rein. Was wollte ich jetzt erstmal rauspacken? Jetzt fahre ich mal so ein bisschen meine Hausstrecke hier Richtung Springe Deister. Und knatter hier im sechsten Gang so bei 80 mit 2100 Umdrehungen rum. Und die zieht trotzdem durch, wenn sie muss. Also schon wirklich sehr, sehr geil. Mein Nachbar Alex schon begeistert geschaut. Aber jetzt will ich mal gucken, wenn ich mal so ein bisschen schneller hier meine Hausstrecke fahre, wie es sich verhält. Also eben beim etwas schnelleren Abbiegen, muss ich sagen, die liegt schon wie ein Brett. Hat auch den großen Vorteil, unter der Sitzbank hinten kannst du Federvorspannung alles einstellen. Das finde ich schon ganz gut, dass man nicht so... Ja, eine Standardeinstellung hat, ne? Wenn man alleine fährt, braucht man ein bisschen weniger, als wenn man zusammenfährt. Ja, Lenkung ist typisch Spider-mäßig, würde ich sagen. Also in die Kurven reinschieben, statt reinziehen. Also überhaupt nicht schwergängig oder aufdringlich. Gut, liegt auch an dem Lenkungsdämpfer, denke ich mal, vorne. Dass man da so ein bisschen Unterstützung kriegt, aber das schiebt hier akkurat rum. Finde ich schon sehr cool. Ja, das ganze Geschalte ist natürlich mal wieder eine ganz andere Hausnummer. Ich sage, wenn ich nachher nach Hause komme, werde ich erstmal gleich ein bisschen putzen, das muss ja sein. Scheibe mal runternehmen. Und ich hoffe, dass die Tage mal das Wetter noch so ein bisschen wird. Oh, Mutti hier. Also ich habe die letzten Tage auch mit dem Auto, da fahren Leute vor dir rum mit 30, 40. Also brutal. Ja, Sitzposition komplett anders wie bei der F3S. Das ist eher so wie die alte RT oder nee, wie auch die neue RT, dass du relativ gerade sitzt und die Füße auf die großen Bretter abstellen kannst. Aber ich werde leider mal gucken, ob ich eine schöne Ecke finde, wo ich mal ranfahren kann. Und dann mache ich mal ein paar schöne Bilder.
Ja, ich glaube, es gibt da gar nicht so, ist besser, ist schlechter oder die beiden Fahrzeuge miteinander vergleichen. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Fahrzeuge einfach. Muss man wirklich sagen. Bei der Harley ist es einfach Harley. Man merkt, dass es ruppelt und rappelt durch den V2. Ganz, ganz anderes Fahrzeug. Und wahrscheinlich auch für eine ganz, ganz andere Masse gedacht, ne? Also muss ich echt sagen. Oh, was ist die mit ihrem Smart immer noch vor mir? Ja, muss schon sagen, das fetzt. Also ich glaube, wenn ich mal so einen Vergleich mit einer F3S und der Harley machen darf, obwohl das nicht vergleichbar ist eigentlich, F3S kannst du absolut ballern. Das ist wirklich ein Gerät zum Ballern und zum Spaß haben. Also wer gerne Kurven kratzt und hämmert, der ist mit einer F3S also wirklich super bedient. Und das ist so ein Ding, das könnte ich mir vorstellen, wenn wir unsere großen Ausfahrten machen, wo so 80, 90, 100 schön durch die Gegend bobberst, das würde mit der Harley, glaube ich, richtig Gaudi bringen in so einer großen Gruppe. Aber mit einer F3S von der Performance her, also nee, das ist natürlich, das sind zwei ganz unterschiedliche Fahrzeuge, muss man echt sagen. So, jetzt haben wir ihn. Ja, mit dem Neutralgang finden, das ist immer noch gar nicht so einfach. Bisschen hakelig. Ja, aber geil, ist ein Traum wieder mal erfüllt worden. Also, wollte ich immer haben. Jetzt haben wir's. Ja, doch, das geht durch die Kurven auch echt stabil durch. Kann man echt nichts zu sagen. Das liegt wirklich toll. Hatte ich ein bisschen Bedenken, dass man vielleicht so Kurven nicht so vernünftig nehmen kann. Aber das liegt akkurat. 110 hier Landstraße, kurvig. Sehr, sehr geil. Mein Gott, wann fährt man mal großartig schneller? Die ist bei 170 abgeregelt. Außer ich würde da jetzt noch ein Mapping Stage 1, 2, 3 drauf packen und so. Ich meine, durch die Komplettauspuffanlage, wenn die da ist, die Jackal, vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr Druck. Aber ansonsten, die hat 170 Newtonmeter Drehmoment. Deswegen kannst du da im sechsten Gang bei 2000 Umdrehung auch ganz geschmeidig durchziehen. Nee, doch, die liegt wirklich, hätte ich nicht gedacht. Liegt wirklich anständig. Ja, ich hoffe mal, das Wetter noch ein bisschen hält, dass ich heute meine erste Fahrt noch ein bisschen genießen kann. Weil ich glaube, die nächsten Tage wird das auch nichts. Morgen soll auch nur Regen sein. Wollten zum Maschseefest nach Hannover, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Sonntag wird es ein bisschen trockener, aber die ganze nächste Woche auch wieder Gurke. Deswegen habe ich sie auch heute abgeholt. Sonst hätte ich sie nächste Woche geholt oder so. Schön am Rumbobbern. Sehr, sehr geil. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal trotzdem weiterhin treu. Wie gesagt, die Spider ist ja da, die will ja nach wie vor weiterhin fahren. Das ist ja mein Baby. Und ich glaube auch, dass meine Frau auf der Spider vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß hat als auf der Harley. Aber das muss man dann einfach mal sehen, wenn die Sitzbank und die Sissi-Bar da ist. Auf jeden Fall ein sehr teures Vergnügen, dieses Fahrzeug. Hat mich ein bisschen erschreckt, aber ich habe natürlich ja das Glück, dass ich selbstständig bin. Und so habe ich das Fahrzeug im Leasing, im Firmenleasing drin. Und so kann ich es für 3 Jahre jetzt nutzen und habe eine Vorkaufsoption, Vorkaufsrecht, was ich denn wahrscheinlich auch ziehen werde, weil der Bock ist ja schon so umgebaut, wie ich ihn haben will mit allen Zusätzen.
Und deswegen denke ich mal, gibt es keinen Grund, nach 3 Jahren abzugeben. Ja, macht richtig Spaß. Wo man noch so ein bisschen gucken muss, ist halt ja immer das Heck. Aber wenn du mittig auf der Straße fährst, was du im Spider ja in der Regel auch machst, passt das alles akkurat, da wo es hingehört. Dieser Klang ist schon so brutal und hat eine Serienanlage drunter. Weiß gar nicht, wie das ist, wie ein Jekyll and Hyde drunter ist. Klappenanlage. So, mal gucken, was ich ein Plätzchen finde für ein bisschen Carporn. Ja, ist heute natürlich ziemlich windig. Aber jetzt fahre ich hier gerade durch den Deister, schön fünften Gang mit 70. Bin jetzt im alten Fiesta her. Aber ist total entspannt, total chillig. Ein bisschen hier rumlaufen, man sieht mit einer Hand. Also das Ding ist nicht so schwer zu bewältigen, wie ich erst gedacht hatte. Ich dachte wirklich, das wäre so eine richtig harte Kampfnuss. Ja. Schon wirklich sehr, sehr cool. Ja, ich freue mich mal drauf, die Ausfahrten mit den anderen. Was die dazu sagen. Es hieß damals ja, boah, war hässlich, ne? Weil hier bei meinem Spider. Kann ich auch verstehen, du musst dieses Ding echt 3, 4, 5 Mal gesehen haben. Sonst gefällt dir das auch nicht, muss ich echt sagen. So, mal gucken. Pferdebeutsam. Also das geht geschmeidig rum. Und da bricht auch nichts aus oder sowas. Ja, der Wind ist natürlich räudig heute. Hätte ich gern so ein bisschen akustischer mehr mitgenommen. Aber was machen wir dann, wenn die Jekyll and Hyde drunter ist? Ich glaube, dann kann es ruhig windig sein, hört man das trotzdem mit der offenen Klappenstellung. Also wie ihr seht, Straßenlage ist genauso wie in Spider, nur es halt auf die anderen Räder verteilt ist. So. Wir fahren jetzt Wittenburg. Oh, falscher Gang. Na, das passiert halt leider noch. Wenn du dann erstmal so 3, 4 Jahre keine Schaltung mehr gefahren bist, dann kommt das schon mal vor, dass man mal den falschen Gang erwischt oder gar keinen Gang hat. Obwohl ich sagen muss, neutral zu finden, das ist nicht so einfach in dem Ding hier. Boah, ich habe die beste Straße ausgesucht. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen zur Marienburg hoch, Parkplatz, mal eine rauchen. Ich weiß gar nicht, was hier heute los ist. Ey, die kommen alle nicht aus den Ketten. Also ich fahre ja wirklich schon total sinnig und langsam. Ja, also Marienburg vom Prügelprinzen. Also was ich auf jeden Fall merke, hier bei dem Fahrzeug, es ist sehr, sehr viel mehr Wind auf dem Helm drauf. Wahrscheinlich, weil ich weiter aufrecht sitze. Beim Spider bin ich wahrscheinlich ein bisschen flacher. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr Wind am Helm. Alter, manche die regen einen aber wirklich nur auf. Also man sieht, man kann damit schon beschleunigen. How are we
still breathing? How are we still breathing? I'll show you what it feels like. Give me no reason. How are we still breathing? How are we still breathing? I'm falling down so low. Is this what I was meant to see? How was I to know? Man muss in den Kurven wirklich schieben. Also, ich finde es schon anstrengend. Man muss wirklich reinschieben. Seems we got this all wrong. Still I try to believe it. Blinded by all the times you told me you were mine. Yeah. I'll show you what it feels like. Like I'm in the clouds, don't know why, but I had my doubts and I never knew just how to change. Every time I hear you out, nothing changes but the sound. Roses all over the ground, they won't stay there long, 'cause I'm moving on. So, da waren wir jetzt mal so ein bisschen an der Marienburg. Kurz mal einen geraucht. Ein paar kleine Fotos gemacht. Ja, und jetzt fahren wir mal noch ein bisschen durch die Gegend. Ich habe gar keinen Bock nach Hause zu fahren. Ich glaube, das werde ich auch nicht, weil das Wetter ist so geil geworden. Es war ja wirklich Regen vorhergesagt. Es ist so ein mega Wetter. Und bevor es morgen wieder den ganzen Tag regnet, ich glaube, da knall ich jetzt noch ein bisschen durch die Runde. Zumal mir Harley das Ding ja auch mit einem fast vollen Tank übergeben hat. Das fand ich ja schon mal ganz nett. Die erste Tankfüllung soll man ja eigentlich auch durchrauchen. Ja, mal schauen, wenn ich das Video schaffe zu schneiden, vielleicht mal sogar heute Abend noch oder morgen im Lauf bis vormittags. Obwohl ich dafür meine Tochter wieder was basteln soll. Aber es muss ja auch mal sein. Aber dieses Wochenende sollte es eigentlich noch kommen. Ja, vielen Dank erstmal für 303 Abonnenten. Also ich habe seit Österreich rund 60 neue Abonnenten zubekommen. Freut mich natürlich riesig. Ganz, ganz tolle Nummer. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja, werde ich mal noch ein bisschen Schalten üben. Es ist natürlich so eklig windig heute. Gegen Sprechen gescheitert. Also ich übe jetzt noch mal ein bisschen die Schalterei. Bis heute Abend irgendwann und dann schauen wir mal. Also man hört, man sieht sich. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst ein Däumchen, lasst einen Kommentar oben. Ich versuche alles so schnell es geht zu beantworten. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. Bleibt gesund und ich hoffe, der Sommer kommt zurück, dass wir noch mal ein paar schöne Touren fahren können. Haut rein, euer Kai. Bis denn.